Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Sonntag. Ich hoffe, ihr seht das Video auch an einem Sonntag. Also jetzt, wo ich es drehe, ist es Sonntag, aber es wird nicht heute online gehen, sondern entweder Mittwoch oder am Sonntag. Eigentlich war heute auch gar kein Video geplant und eigentlich bin ich schon wieder im Struggle, weil... Nee, seht ihr jetzt gar nicht. Es verschwindet tatsächlich, wenn es jetzt raschelt. Ich habe das Ansteckmikrofon dran und ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil... Ich wollte es jetzt anstecken oder anstellen. Daran habe ich zumindest schon mal gedacht. Aber Batterie ist alle. Und wer zum Geier hat solche Batterien zu Hause auf Lager liegen? Ich nicht. Nun ist es Sonntag, ich will nicht mehr raus. Tankstelle, weiß ich nicht, ob man es kriegen würde. Alle anderen Geschäfte haben ohnehin zu. Deswegen leben wir jetzt einfach mal damit. Ja, es ist Sonntag. Meine Lieben, es war ein bisschen still hier auf dem Kanal. Wenn ihr den anderen Kanal verfolgt und auch den Vlog, dann wisst ihr, bei mir ist im Moment wieder mal hier Unterlippe Oberkante. Aber ich habe gedacht so, ich lasse heute das Homeoffice im Trolley, nehme es morgen einfach so wieder mit in den Laden, mache heute mal so ein bisschen Suche und sitze vor der Kamera. Yay. Das hat wunderbar geklappt. Nee, ich habe nämlich gerade den Vlog von letzter Woche geschnitten. So viel ist es ja nicht. Drei Sequenzen, die ich da irgendwie zusammengefügt habe. Aber ich habe geendet mit dem Satz, wir quatschen die Tage noch mal ein bisschen. Das heißt, ich werde nachher den Vlog auf alle Fälle noch beenden. Und so möchte ich dann da auch nicht vor die Kamera treten. Ich habe frisch gewaschene Haare. Corona-Haare. Es war nie besser, eine Ausrede zu haben, warum Haare so lang sind. Also meine Haare flattern heute auch ein bisschen durch die Gegend. Meine Shampoo-Vorräte neigen sich Gott sei Dank dem Ende. Und das waren jetzt, habe ich letztes Mal schon probiert und ein Nicht-Nachprodukt seht ihr im Aufgebraucht, das immer noch hier bei mir unterm Tisch liegt und immer mehr wird und immer mehr wird. Also es wird dann super maxi aufgebraucht. Falls ihr das Gefühl habt, ich gucke heute an euch so vorbei. Hinter euch steht ja noch ein Spiegel, das wisst ihr, ne? Aber ich habe gedacht, wir quatschen einfach mal wieder ein bisschen so drauf los. Neulich schrieb jemand, Frau Lü ist sowas wie die beste Freundin. Und genau das hätte ich gerne, dass das der Kanal wird, die beste Freundin. Ihr mögt es, wenn ich quatsche. Ich sitze hier im Sonntagsoutfit, einfach bloß Top und Jäckchen drüber. Und da ich ja gleich nochmal vor die Kamera will, habe ich gedacht, wir machen heute mal gar nichts Wildes, sondern ich zeige euch einfach mal, wie ich mich im Moment im Alltag schminke, welche Produkte ich verwende für meine Alltags-Make-ups, was ich letzte Woche gerne verwendet habe. Und da kommt dieses Schätzchen hier zum Einsatz. Das ist die Sultry von Anastasia Beverly Hills. Die habe ich mal wieder rausgekramt. Die Woche davor hatte ich mit meinem neuen Schätzchen, mit der Carly Bible, geschminkt. Ich mag zurzeit die Anastasia Beverly Hills Paletten. Diese gehören ja sowieso zu meinen Lieblingspaletten. Und ich teste sie mal gerade wieder ein bisschen durch und spiele mal wieder ein bisschen mit ihnen. Und mit der Carly Bible mache ich mit euch auf alle Fälle auch nochmal ein Make-up, beziehungsweise ein oder zwei Looks. Da ist euch nämlich in einem Vlog einmal, ich glaube vor 14 Tagen oder so, aufgefallen, dass ich ein schönes Augen-Make-up hatte. Und das war mit der Carly Bible geschminkt. Das zeige ich euch gerne nochmal. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen, was ich jetzt in der letzten Woche für Produkte verwendet habe. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Ich wollte euch ja auch nochmal fertig machen in Schminkschnack irgendwie zu meinen Lieblings-Beauty-Tubern. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe mir das gerade alles auf den Zettel. Und der Zettel liegt in der Werkstatt. Den habe ich nicht hier. Aber ich habe gedacht, so wahnsinnig viele sind es ja nicht. Aber da können wir ja vielleicht mal parallel ein bisschen drüber quatschen oder... Ich muss mal sehen. Ich fange jetzt einfach mal an, bevor ich mich hier dusselig quatsche und ihr schon wieder ausschaltet, ohne dass hier was passiert ist. Also, Balea Schönheitsgeheimnisse Hafermilch. Nein, nicht mein Favorit. Meine Haare fliegen danach total durch die Gegend. Nun sind sie ja auch gerade mal wieder ein bisschen außer Kontrolle. So. Ich habe drauf meine ganz normale Pflegeroutine, obwohl ich im Moment da auch ein paar Produkte einfach nur aufbrauche. Meine Charlotte Mason Serie ist komplett aufgebraucht, bis auf ein bisschen Reinigungsmilch noch und die Crememaske, die Feuchtigkeitsmaske. Alle anderen Produkte sind im Moment aufgebraucht und ich arbeite einfach oder verbrauche einfach ein paar Sachen, die dann noch so wild durcheinander bei mir im Schrank stehen. Ich bin im Moment auch ganz zufrieden mit meiner Haut. Sie ist immer noch trocken, sie ist immer noch gerötet. Ich habe auch ein bisschen Besuch hier unten, ein paar Unreinheiten.
Ich hatte so ein bisschen Probleme hier mit diesen Stellen, die waren so extrem trocken. Das wird besser. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe etwas in Verdacht, das erzähle ich euch im Aufgebraucht. Aber ansonsten, gut, jetzt ist die Creme eingezogen. It is, wie es it is, ne? So. Fangen wir mal an mit dem Primer. Habe ich ein Schätzchen jetzt mal rausgekramt, was schon länger bei mir im Schrank liegt. Und was ich aber auch einfach noch nicht ausgetestet hatte. Und zwar ist das von Tarte, der BB Tinted Treatment 12-Hour Primer. Das ist so ein leicht getönter. Mädels ohne Rötungen können den auch gut im Sommer nur einfach so tragen. Und ich habe hier die Farbe Light. Ich vergesse das ja mal dazu zu sagen, ne? Und so sieht er aus. Ist ein bisschen getönt. Von der Tönung sehe ich nachher nicht viel auf dem Gesicht, weil wie gesagt, ne, dazu braucht es ein bisschen mehr. Er ist, glaube ich, ein bisschen silikonig. Aber ich finde, er macht sich unheimlich gut unter der Foundation. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es Longlasting ist. Ich habe im Moment ein heftigeres Fixierspray, weil Maskenpflicht und so. Ne? Bei mir geht hier Maske auf, Maske ab. Ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht an das Mikrofon komme. Mal sehen, wie die Tonqualität wird. Zur Not habe ich ja den Kameraton. Der hat ja beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert. So. Da sind wir schon bei der ersten YouTuberin, von der habe ich nämlich die hat mich nämlich mit dem Zeug angefixt, beziehungsweise die hat es mal in die Kamera gehalten und ich habe es mir daraufhin geholt. Also ihr seht, es ist ein bisschen ausgeebneter, also meine Rötung deckt es nicht komplett ab. Aber wenn man keine Rötung hat, ist das, glaube ich, ganz nett im Sommer zu tragen. Einfach nur den Primer, ein bisschen Illuminierung dazu. Und zwar sind wir da bei meiner ersten YouTuberin, die habe ich euch auch schon mal erwähnt. Das ist Jenny von Jennys Highlights. Die hat auch einen Instagram-Kanal und ja, Jenny ist, glaube ich, ist sie schon 40? Ich glaube, sie ist schon 40. Wenn nicht, oh Gott, Jenny, dann wirst du aber irgendwann mal jetzt so 40. Also du bist so um und bei, ne? Um und bei von der vierten Null. Und ist Piercerin, ist auch tätowiert, ist ein bisschen pummeliger. Finde ich aber nicht schlimm. Ich mag ihre Art sehr gerne. Sie ist so locker flockig raus. Und sie hat das damals mal gezeigt. Übrigens alle, die ich euch erwähne und empfehle, mal vorbeizugucken, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und sie verwendet das mit dem Glow Cherie. Das habe ich noch nicht in Kombination verwendet, aber ich habe mir daraufhin die beiden mal geholt, um es zu testen. Und jetzt die Tage fiel mir der Primer wieder in die Hände. Und dann habe ich gesagt, dann versuche ich das mal. Ganz kurz nochmal zu den YouTubern, die ich verfolge. Das sind meistens kleinere Kanäle und auch nicht so mit Aidi-Dai drumherum, ne? Also nicht so super professionelle Kanäle. Ich mag es lieber ein bisschen ursprünglich, ein bisschen back to the roots, nicht so gekünstelt, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, das, was die Leute mir erzählen, das kommt auch authentisch rüber und das ist jetzt nicht gekauft oder großartig beeinflusst. Und ich gucke die kleinen YouTuber halt gerne. Und Jenny ist, glaube ich, im letzten Jahr relativ stark gewachsen. Ist aber trotzdem noch ein kleinerer Kanal. Und bei Jenny habe ich halt immer so das Thema, sie hat von der Hautfarbe her ist sie ähnlich wie ich. Also die Shades, die sie verwendet, sie ist auch trocken, hat auch ein bisschen Rötung und die passen bei mir immer ganz gut. Und das ist auch eine Empfehlung von ihr, die habe ich jetzt die Tage mal wieder rausgekramt. Und zwar ist das die Urban Decay Stay Naked Foundation. Und die habe ich auch auf ihren Rat oder auf ihren Tipp hin ausprobiert und das, ich habe die 30 WY, also Warm Yellow, obwohl ich eigentlich einen neutralen Unterton habe. Und sie ist mir alleine getragen, vielleicht auch ein bisschen zu gelblich. Ihr seht, die ist ein bisschen flüssiger. Und ich mixe mir, ich habe jetzt einen Pumpstoß da drauf und ich mixe mir noch, jetzt sieht man vielleicht auch ein bisschen, dass ich sie schon ganz gut gebraucht habe, meine Dior Forever Skin Glow. Ich habe die 1N, den neutralen Shade. Und den gebe ich mir einfach mit dazu. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Und das mixe ich mir ein bisschen an.
Da ist mein Zahnstocher. Ich mache das ja direkt auf der Hand und dann nehme ich meinen Zahnstocher und mixe das einfach nur ein bisschen durch und gebe mir das dann auf die Haut drauf. Also ich glaube, Jenny und ich sind sonst vom Typ her schon auch ein bisschen unterschiedlicher drauf, auch von den Geschmäckern, das Geschmäckle in Sachen Farben beim Augen-Make-up. Jenny mag so gerne so Bluebrown und so, ne, so schlammige Dreck auf dem Augen. Und als Pinsel nehme ich mir, jetzt habe ich mich mit ihm angefreundet, das ist der Heavenly Luxe, diese Sonderedition von It Cosmetics. Und da gab es ja letztes Jahr schon mal einen und die war nicht so flach gebunden. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Nicht so flach gebunden, sondern so ein bisschen runder. Und die fand ich toll. Und dieses Jahr gab es ihn wieder und es gibt ihn auch im Moment noch. Und dann habe ich ihn mir sofort bestellt und war dann ganz enttäuscht, als dieses flache Ding ankam. Und ich kam anfangs nicht mit ihm klar. Aber mittlerweile liebe ich das Teil. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir nochmal einen zweiten als Backup hole, beziehungsweise wenn ich den wasche, weil der so sehr dicht gebunden ist, braucht er auch ein bisschen zum Trocknen. Dass ich einfach noch dann quasi, wenn der noch nass ist, noch einen habe als Backup, den ich dann benutzen kann. Und ich stopfe mir das einfach so ein bisschen ein und ihr seht, das verbindet sich schon echt gut mit meiner Haut. Und im Moment, da sind wir bei der nächsten YouTuberin, das ist eine der ersten, die ich so entdeckt habe. Sie gehört auch schon zu den größeren YouTubern, die ich verfolge, aber ich verfolge sie schon, seitdem ich eigentlich so diese YouTube-Beauty-Tuber verfolge, habe ich auch sie bei mir auf der Liste und das ist Steffi von Mamako Beauty, kennt ihr vielleicht auch, kommt man glaube ich auch nicht dran vorbei, ist auch schon so ein Ü40er-Modell, hat also sie hat eine ölige Haut und sie hat eine dunklere Haut als ich, deswegen kann ich da jetzt nicht die Produkte, die sie empfiehlt, die kann ich nicht eins zu eins auf mich übertragen. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht, bis ich dann festgestellt habe, Moment, warum funktionieren die Produkte, die bei ihr so super funktionieren, bei mir gar nicht. Ja, logisch, sie hat eine ölige, normale bis ölige Haut und ich habe eine eher trockene Haut. Ne? Und dann kann das auch nicht funktionieren. So, schön eingearbeitet. Die Glow ist jetzt nicht viel da, die trocknen schon auch eher ein bisschen matter ab, die Urban Decay, dagegen kommt jetzt die von der Textur her die Dior Skin Glow, also die Forever Skin Glow von Dior nicht so richtig an in der Mischung, also die Dior ist jetzt auch keine, die so Speckschwarte ist, ne, vom Glow her. Und aber das Matt geht noch. Da können wir dann gleich auch noch mal ein bisschen mit anderen Produkten drauf gehen, um da ein bisschen Glanz drauf zu zaubern. Und schon ist die eingearbeitet. Und ich finde, die passt bei mir vom Hals her super vom Shade. Ne? Ich bin jetzt natürlich ein bisschen eingeebnet und platt im Gesicht. Sven juckelt hier gerade irgendwo rum, aber er weiß, dass ich Video drehe. Er guckt selber gerade Videos. Und ja, Steffi von Mamako. Ja, ich mag sie. Sie ist so eine ganz ruhige, ausgeglichene. Sie kooperiert, glaube ich, mit L'Oreal. Dadurch sieht man da auch relativ viele L'Oreal-Produkte auf dem Kanal. Und da muss man mal so ein bisschen differenzieren. Und das ist halt das, wo ich dann immer so meine Abstriche mache, weil es wird viel L'Oreal in die Kamera gehalten. Natürlich, wenn man viel mit L'Oreal zusammenarbeitet und auch zu den Events von L'Oreal fährt und selbst wenn L'Oreal da nicht die Meinung einkauft, aber es ist natürlich schon, wenn man Produkte zugeschickt kriegt und auch weiterhin Produkte zugeschickt kriegen möchte, verhält man sich natürlich auch wohl. Das ist jetzt auch gar nicht bös gemeint. Als Zuschauer muss man das nur immer mal auf dem Zettel haben und sagen, okay, ich gucke, ich kaufe mir das Produkt jetzt nicht unbesehen, sondern ich gucke mir das einfach nochmal an. Und ich muss ja nicht alles für gut halten. Also viele schwärmen ja zum Beispiel von der Perfect Match oder von der Age Perfect Foundation.
Ich finde, die riecht einfach nur widerlich. Also für mich ist die viel zu heftig. Und ich mochte die Perfect Match Foundation auch immer ganz gerne, aber ich komme mit der nicht mehr klar. Und wie gesagt, da spielt dann natürlich auch wieder der Hauttyp eine Rolle, ne? Also das muss man dann schon so ein bisschen differenzierter sehen. Es kann auch sein, dass die Produkte, die für mich gut funktionieren, für euch nicht so gut funktionieren, weil ihr vielleicht eine andere Hautformulierung habt. Da ist ja jeder auch sehr individuell, auch mit dem, was er gerne arbeitet und was nicht, ne? Also insofern dürft ihr da auch gerne bei mir hinterfragen oder sagen, so von wegen, damit komme ich überhaupt nicht klar, ist für mich nichts, ne? Ich nehme jetzt hier von MAC meinen Medium Plus Mineralize Skin Finish Natural. Das ist 10,49 Medium Plus. Einfach um es ein bisschen, ich müsste es nicht abpudern, aber ich möchte es ein bisschen fixieren, dass es mir nicht durch die Gegend rutscht. Und das ist dieses Skin Finish Powder. Das ist ein bisschen, ein ganz kleines bisschen eingetönt, aber ich finde, es gibt ein ganz gutes Ergebnis. Und ich nehme mir so einen großen Puderpuffel und stipse mir das einfach nochmal jetzt hier drauf, bevor ich dann nämlich jetzt nachher mit, jetzt habe ich wieder was vergessen. Eigentlich wollte ich noch mit einer Cremekontur rangehen. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Das habe ich nämlich die Tage auch nochmal gemacht. Das ist, wenn man quatscht nebenbei, ne? Also, das, ich meine das nicht böse bei Mama Co., aber es ist halt so, wenn man weiß, der YouTuber arbeitet mit den Firmen zusammen, auch in anderen Kooperationen oder kriegt da regelmäßig Produkte zugeschickt, dann ist das natürlich. Auch wenn man sich bemüht, unvoreingenommen zu sein und eine offene Meinung zu sagen, es schwebt halt immer so ein bisschen ein Geschmäckle mit dabei. Also im Moment kriegen relativ viele Pakete von Purish zugeschickt. Da bin ich dann auch immer so, dass ich dann sage so, sagst du das jetzt nur, weil du das zugeschickt gekriegt hast? Ich will mich davon nicht freisprechen. Wenn ich Sachen zugeschickt kriegen würde, bin ich, glaube ich, auch nicht mehr so ganz frei in meiner Meinung. Ne? So. Skin Finish ist drauf. Ich gehe jetzt mal hier zu Clean ID von Catrice. Die Serie mag ich sehr gerne, weil ich mag das Packaging. Es ist so ein Pappe, es ist kein Plastik dabei, es ist ein Gummiband da drumherum. Es ist schon sehr clean gehalten. Und den Bronzer mag ich auch sehr gerne, aber ich glaube, er ist auch ganz gut pigmentiert. Also nicht zu sehr da rein. Lieber ein bisschen abklopfen und mit lockerer Hand Bronzer drauf, damit wir dem Gesicht ein bisschen Kontur geben. Die Forever Skin Glow dunkelt ein bisschen nach, das sehe ich jetzt schon. Und das kriegt dann auch die Urban Decay Stay Naked jetzt auch nicht mehr so ganz ausgeglichen. Deswegen vorsichtig mit dem Bronzer. Wenn ich nämlich dieses helle Licht nachher ausschalte, dann kann es sein, dass ich viel, viel dunkler aussehe. Aber so über den Tag finde ich mein Teint oder meine Haut oder mein Gesicht von der Formulierung her ganz schön. Wenn ich dann so über den Tag mal in den Spiegel gucke, gefällt mir das echt gut. So, das reicht mir jetzt an Bronzer. Sonst die Tage habe ich ja, wie gesagt, immer noch mal mit einer Cremekontur drunter gearbeitet, die verblendet. Dann bin ich mit dem Puder drüber, dann mit dem Bronzer noch mal drüber. Den Schnickschnack sparen wir uns heute. Allerdings habe ich jetzt auch keinen Highlighter oder sowas drauf. Apropos Highlighter, das kriege ich jetzt hier gerade wieder nicht rein. Ja, wie gesagt, im Moment kriegen relativ viele Pakete von Purish. Dann halte ich mich auch ein bisschen zurück. Es gibt auch im Moment bis auf die Natasha Denona Mini, die Retro Mini Lidschattenpalette nichts, was mich im Moment reizt, was ich mir holen möchte. Die gab es zwischenzeitlich, habe ich heute bei Jenny nebenbei auf dem Kanal gehört. Die gab es zwischenzeitlich bei Sephora und ist schon wieder ausverkauft. Dann wurde sie nochmal restockt und ist aber schon wieder ausverkauft. Also das ist eine Palette, die mich noch interessiert. Das ist so eine, ich habe ja schon zwei von diesen kleinen, das ist so eine kleine für 25 € und die Retro gefällt mir von den Farben her total gut und deswegen werde ich das mal ein bisschen im Auge behalten. Als Highlight nehme ich hier von Annabelle Minerals, das habe ich glaube ich im Adventskalender oder so gehabt, das ist ein Mineral Highlighter, so ein Puderchen, das arbeite ich mir mit einem von Morphe, der R14 ist das, der ist so vorne so ein bisschen rund. Und da bin ich dann auch ein bisschen großzügig. Der Highlighter ist okay. Also der hat jetzt nicht die riesen Schimmerpartikel drinne, kein Glitzer.
habe ich noch nicht so richtig was gefunden, was mich wirklich überzeugt. Der in dem Filmstar Bronze Glow drin ist von Charlotte Tilbury, den mag ich sehr gerne. Das ist ein sehr subtiler. Aber meine Charlotte Tilbury steht da hinten, meine Box, weil da will ich mit euch ja nochmal ein Full Face machen, um euch anzufixen. Ich werde nicht von Charlotte Tilbury gesponsert. Ich habe diesen Freundschaftslink-Code, den setze ich euch auch gerne wieder mit in die Infobox. Und wenn ihr da für über 100 Euro einkauft, kriegt ihr, glaube ich, 20 Euro oder 20% Rabatt. Und wenn ihr über den Link dann einkauft, dann bekomme ich dann auch nochmal 20% oder 20 Euro und kriege dann quasi meinen nächsten Einkauf ab 100 Euro ein bisschen günstiger. Ne? Also insofern, das ist nicht wirklich gesponsert, das ist so ein Freundschaftslink, wie ihn fast jeder momentan hat. So, wo waren wir? Wir haben Jenny, wir haben Mamako. Eine YouTuberin, und das ist wirklich Oldschool YouTube, und die verfolge ich auch schon ganz lange. Und da sind wir jetzt im Norden. Ich habe zwei Norddeutsche. Also Jenny ist auch eine Norddeutsche, aber die ich erwähnen möchte. Aber die verfolge ich schon ganz lange, und das ist Lou von Unfug Rundfunk. Und ich glaube, Lou postet fast jeden Tag ein Video, wie sie sich morgens schminkt. Also das ist so einfach nur Labarababa in die Welt rein. Das ist nicht großartig mit Hightech. Die stellt ihre Kamera hin und dann wird geschminkt und ein bisschen gequatscht. Und Lou kommt aus Kiel. Kiel, glaube ich. Kiel oder Flensburg? Nee, Kiel, glaube ich. Und ich mag sie vom Typ her total. Und von ihrer Einstellung und von dieser Art Videos machen. Und ich fühle mich dann immer so ein bisschen in meine Studienzeit zurückversetzt. Obwohl Lou, glaube ich, auch schon auf die 40 zugeht. Also ich glaube Mitte 30 ist sie. Oh Gott, ich will hier niemanden älter machen, als er ist. Und Lou fand ich immer ganz toll. Die hat immer zusammen mit Mrs. Muffin Make-up, die mittlerweile auch wieder Videos macht, die war ein ganzes Jahr weg. Und ich hatte mich ein bisschen erschrocken, als sie wieder da war. Aber wenn man weiß, warum, wieso, weshalb dieser Unterschied zwischen vor einem Jahr und jetzt ist, dann kann man das gut verstehen und dann guckt man da auch drüber hinweg. Und dann, wie gesagt, wenn man es einmal verstanden hat, was der Grund dafür ist, dann ist das auch vollkommen okay. Aber im ersten Moment war ich ein bisschen erschrocken. Aber die beiden haben zusammen immer so einen Jahresrückblick gemacht, immer zweigeteilt. Und zwar sind sie die LEs durchgegangen, Catrice, Essence, also die Drogerie-LEs des letzten Jahres, was sie sich davon gekauft haben, wie sie die LEs fanden. Und das waren immer sehr unterhaltsame Videos, die habe ich echt gerne geguckt. Und bei Lou gucke ich morgens immer ganz gerne mal rein, wenn ich im Bad stehe oder so in meiner Morgenroutine bin, einfach um mich da ein bisschen zu brieseln zu lassen. Also da kommen jetzt nicht die fancy Schminktipps, aber durch Lou bin ich zum Beispiel aufmerksam geworden auf Misha. Und die Misha BB Cream mag ich ja sehr gerne, und daraufhin habe ich mir auch die Cushion Foundation geholt, und da habe ich heute auch parat bei jemanden bei Tamtam Beauty. Nee, Tamtam Beauty nicht. Oh, ich blende sie euch ein. Sie macht nicht mehr so wahnsinnig viel YouTube im Moment, Beauty, sondern im Moment vloggt sie mehr. Ah, ich habe es jetzt gerade vergessen. Ich blende sie euch mit ein. Und die hat heute ein Aufgebraucht-Video, oder ich habe heute ein Aufgebraucht-Video von ihr gesehen. Und da hat sie die Cushion Foundation von Misha reingehalten. Da habe ich gesagt, ach guck mal, und sie fand sie auch ganz toll. Damit stehe ich also nicht alleine da. Das ist dann auch immer ganz nett. Also, mein Winky-Lux Augenbrauenstift kennt ihr auch. Wenn ich irgendwas jetzt bei dem ganzen Geschwafel nicht erwähne, die Produkte verlinke ich euch wie immer alle in die Infobox, die ich verwendet habe. Und ich habe jetzt gerade irgendwie mein NYX Augenbrauengel. Ich finde dieses Bürstchen immer noch viel, viel, viel zu groß. Ich habe die Tage jetzt auch mal eins, das ist neu bei mir eingezogen, Plump and Set Brow Artist von L'Oreal. Das gefällt mir echt gut. Das hat auch so ein kleines Bürstchen, ne, so ein kleineres. Und das fixiert auch die Augenbrauenhärchen ganz gut. Ich habe meine jetzt wieder mal ein bisschen kürzer rasiert, dass sie da nicht so ganz buschig und durch die Gegend trallern. Und deswegen brauche ich nicht so wahnsinnig viel Fixierung. Aber ein bisschen den Gel brauche ich. Und wenn es auch nur fürs Gefühl ist. Also, Lou von Unfug Rundfunk verfolge ich gerne. Sie hat im Moment ein bisschen Malesse mit Alfred, mit ihrem Auto, und die Mietz ist halt auch schon ein bisschen, Yumi ist schon ein bisschen älter und Yumi braucht ein bisschen mehr Pflege.
Und das sind so die Themen, die dann auch so gerade bei Lou sind. Und eine Norddeutsche habe ich noch, und das ist hier sogar Hamburg oder Hamburger Raum. Und zwar ist das Birte Loves Make-up, Birtchen. Die verfolge ich auch schon ganz lange. Die hat auf ihrem Kanal Schminkies und auch gerne mal ein ausgefallenes Amu. Sie hat Aufgebraucht-Videos. Sie hat auch ein bisschen Kerzen-Content. Das ist nicht so meine Welt. Und ja, Birtchen hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Birtchen hat wirklich, also wenn es so heißt, so von, wenn ich hier mal irgendwie was so von wegen, es haut mich nicht aus dem Schlüpper, dann ist das ein Spruch, der von Birtchen kommt. Ne? Also Birte schaue ich auch sehr, 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 sehr gerne. Und freue mich immer, wenn ein Video online geht. Und bei diesem Kerzen-Thema, bevor ich das nämlich vergesse, wie gesagt, ich habe ja hier nicht meinen Zettel. Ich verfolge eine Deutsche, die in Amerika lebt, weil sie, und die verfolge ich auch schon ganz lange. Die hat damals, die ist mit einem Soldaten verheiratet, aus der US Army. Und ich bin auf sie aufmerksam geworden. Da lebten sie gerade in Hawaii. Und da war ihre Tochter noch nicht geboren. Und die Lütte ist jetzt im November, glaube ich, 3 geworden. Und also 4 Jahre, 5 Jahre verfolge ich sie auf alle Fälle schon. Das ist Miss Sandra, Sandra. Von früher hieß der Kanal Make-up is my Passion. Mittlerweile hat sie ihn umbenannt in Candles and Make-up are my Passions. Und Kerzen ist, wie gesagt, nicht mein Ding. Wenn ein Kerzen-Thema angeteasert ist, gucke ich auch nicht rein. Aber Sandra ist, die ist von ihrer Art her so authentisch. Also wenn man sie das erste Mal sieht, denkt man vielleicht, oh Gott, was ist das für eine Olsch? Aber ich mag Sandra sehr gerne, weil die hat das Herz am rechten Fleck und die trägt ihr Herz auch auf der Zunge. Und wenn der was nicht passt, merkt man das ganz genau und dann haut die das auch raus, ne? Und ich mag ihre Geschichten total gerne, wenn sie so von ihren Missgeschicken erzählt oder so. Ne? Und da erzählt sie auch frei von der Leber weg. Und da, wie sie jetzt zum Beispiel dann in der Jogginghose mit ihrer Lütten einkaufen war und ihre Lütte zieht dann mitten in der, kommt ins Stolpern und in der Obst- und Gemüseabteilung im Walmart oder wo sie auch immer waren und zieht ihr die Jogginghose runter oder solche Sachen. Das fand ich, da habe ich mich kringlig gelacht. Und das könnte mir auch passieren. Solche Sachen wie ihr passieren könnten mir auch passieren. Deswegen finde ich sie so authentisch und deswegen verfolge ich sie auch gerne. Ich finde, ich kann noch ein bisschen mehr Bronzer vertragen. Und Sandra hat, wie der Name des Kanals schon sagt, mit Make-up angefangen. Das ist nicht mehr so ihr Hauptkanal. Im Moment ist es auch ein bisschen sehr still, aber ich glaube, die haben auch echt andere Probleme im Moment in Amerika. Und sie lebt im Moment, die sind von Hawaii ist sie, glaube ich, nach Atlanta, weil ihr Mann noch eine Schulung hatte. Da hat sie eine kurze Zwischenstation gemacht. Und dann sind sie jetzt in North Carolina, glaube ich. Nee, und dann waren sie zwischen noch, zeitlich noch in Missouri. Und jetzt sind sie in North Carolina. Und wir wissen alle, die Gebiete sind auch ziemlich stark betroffen vom großen C. Und ja, ich finde es immer ganz interessant, nochmal so eine Sichtweise von jemandem zu hören, der so über den großen Ozean über ein Teich hinweg wohnt und einfach mal zu hören, was da so los ist. Ist kein politischer Kanal überhaupt nicht. Neulich hat sie mal ein bisschen kurz was preisgegeben zu ihrer Sichtweise, aber ansonsten ist das überhaupt kein politischer Kanal. Und Sandra verfolge ich, wie gesagt, auch locker schon 5 Jahre. Mittlerweile ist sie keine Beauty-Tuberin mehr in dem Sinne, sondern macht dann so Follow My Lives oder einfach nur ein paar Quatschvideos oder ein Aufgebraucht. Und vielleicht schminkt sie auch mal wieder ein bisschen mehr. Aber ich mag sie als Person sehr, sehr gerne. Ich fange jetzt übrigens mal an. Das ist die Soul Tree von innen. Als erstes fällt einem dieser Ton auf, der so gar nicht da rein zu gehören scheint, aber den nehme ich ganz gerne auf dem beweglichen Lied als Grundlage für diesen Glitzerlidschatten. Und ich fange aber an mit dem hellen, mit dem sette ich mein Auge, das Augenlid, der heißt Fresh. Was bei, ich mag die Pinsel aus den Paletten ganz gerne, aber ich glaube, damit bin ich relativ alleine. Tut mir leid, wenn ich wieder so viel ins Display gucke. Aber ich mag es tatsächlich gerne, wenn der Pinsel so ein bisschen Kickback ist ziemlich viel bei Anastasia Beverly Hills. Finde ich aber nicht schlimm, weil Fallout habe ich eher weniger. Ich mag Pinsel, wenn sie ein bisschen struppiger sind. So, wir waren bei Sandra. Was wollte ich denn zu Sandra noch erzählen?
wie gesagt, die ist so herrlich authentisch. Hier ist das und auch nicht das riesengroße Video-Setup oder sonst irgendwas, ne? Schon auch eher dezent zurückhaltend und ich mag sie echt gerne. So viel dazu. Und ich gehe jetzt als nächstes in den Ton, ist das der hier, in Twig. Twig ist ein schöner Ton, vorsichtig, gut pigmentiert für in die Lidfalte. Ja, wie komme ich denn jetzt von Sandra zur nächsten? Wen nehme ich denn jetzt als nächstes? Ah, Sandra ist, glaube ich, Mitte, Ende 30. Also auch jünger als ich. Wen habe ich denn noch so aus meiner Anfangszeit, den ich verfolge? Birtchen? Für die Elternhäutchen unter uns ist vielleicht Beauty, Beauty Over Age, Astrid. Da habe ich immer mal so Phasen, da gucke ich dann rein oder dann habe ich mal wieder Phasen, da gucke ich dann nicht rein. Astrid ist ein bisschen älter, ist glaube ich die älteste von denen, die wir jetzt hier verfolgen. Ihr seht, ich bin auch voll im deutschsprachigen Bereich. Im englischsprachigen gucke ich hin und wieder mal rein. Das sind größere Kanäle bei Mel Thompson, bei Tati Westbrook und bei Wayne Goss. Wayne Goss ist ein Mann, der sich schminkt, aber ich finde, er gibt total coole Tipps. Da gucke ich echt gerne mal rein. Ist natürlich in Englisch, logischerweise, aber man kann ihn ganz gut folgen. Also Tati gucke ich in letzter Zeit weniger. Bei Mel Thompson gucke ich richtig häufig im Moment rein und bei Wayne Goss, ja. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe sie noch nicht mal abonniert, sondern sie werden mir dann einfach mal angezeigt. So, und jetzt gehe ich in diesen Blumen, in diesen herausstechenden Ton, der irgendwie so gar nichts mit dem Rest der Palette zu tun hat. Und gehe, ich arbeite immer noch mit dem gleichen Pinsel, ne? Einfach mal so ein bisschen aufs bewegliche Lid. So, zack, bisschen Farbe drauf. Ein- und ausblenden, fertig. Und so, dann sind wir weiter bei Deutschen. Wir haben Jenny, wir haben Unfug Rundfunk, wir haben Birtchen, wir haben Mama Kuh. Dann gucke ich immer noch mal, und das ist, glaube ich, somit die Jüngste, bei Fräulein T. rein. Fräulein T. schminkt auch sehr ausgefallene Augen-Make-ups. Die hat auch noch so ein schönes, glattes Lid und die hat so eine tolle Haut. Ach, da gucke ich einfach gerne rein. Aber das ist auch, die hat so eine sehr ruhige Art. Deswegen gucke ich da einfach gerne rein. Ich gucke ihr gerne zu, auch wenn das für mich nicht übertragbar ist, weil, ja, 20 Jahre jünger als ich. So, ich nehme mal hier Rosquarz. Den. So, und jetzt muss ich langsam überlegen, wen ich dann noch so verfolge. An Beauty-Tubern. Jetzt hätte ich gerne meinen Zettel. Melo Flori gucke ich ganz gerne mal rein. Melo Flori hat immer so Project Pens laufen. Das erinnert mich immer daran, nicht den Blick auf meinen Aufgebraucht zu verlieren, dass ich auch wirklich mal Produkte aufbrauche. Und sie ist auch sehr erpicht darauf, tierversuchsfreie Kosmetik zu verwenden. Und wenn ihr da so ein bisschen in die Richtung euch informieren wollt, guckt gerne bei Melo Flori mal vorbei. Mrs. Rosarot gucke ich auch ganz gerne mal rein. Da muss ich aber mental zu stark sein. Ich glaube, ich kann nicht 3 Videos hintereinander gucken, weil sie mir da so hektisch. Sie ist so ein bisschen hektisch unterwegs, aber ist auch völlig okay. Die macht auch viel selber. Also die ist schon so, dass sie dann auch viele ihrer Sachen, die macht zum Beispiel auch die Curly Girl Methode für die Haare. Da bin ich komplett raus. Ich nehme jetzt nochmal Twig für den unteren Wimpernkranz. Ja, da muss man einfach gucken, ob sie einem zu laut, zu schrill, zu huhuhu ist, ne? Aber ich gucke halt einfach unterhaltungsmäßig ganz gerne mal rein. So, und jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich jemanden vergessen habe. Überlegen wir mal. Wir können ja mal uns hier so ein bisschen mehr um das Make-up kümmern. So,
Mit dem Lidschatten an sich bin ich fertig. Das ist so mein Alltag im Moment. Man könnte jetzt noch mal ein bisschen von dem Fresh aufnehmen. Uns nach oben hin ein bisschen aushauchen. Für den Alltag ist das ja auch ganz nett, wenn es nicht ganz so erdrückend ist hier oben auf dem Lid. Ich habe hier übrigens ein Handtuch liegen, auf dem rubbel ich dann immer mal meinen Pinsel ab. Und dann gehe ich mal in Pearl. Das ist dieser Ton hier. Und guck mal, ob ich den vielleicht in den inneren Augenwinkel ein bisschen zum Aufhellen reinbringe. Also ich bin kein Fan davon, Pinsel anzusprühen und dann feucht zu verwenden. Wenn, dann gehe ich mit den Finger rein. Da bin ich eigentlich auch nicht so der Fan für. Aber das funktioniert mit den Anastasia Beverly Hills Lidschatten eigentlich ganz gut. So, jetzt habe ich mir den inneren Augenwinkel ein bisschen aufgehellt und ich habe da jetzt natürlich ein bisschen Glitzer Vorlaut. Ich habe heute übrigens gar keinen Concealer verwendet. Irgendwas ist ja immer, ne? Bin ich im Moment auch nicht so, weil ich dann das Gefühl habe, es trocknet mir meine untere Augenregion noch stärker aus. So, jetzt bin ich mal am Überlegen. Ich habe die Tage, ah ja, habe ich hier wieder rausgekramt von NYX. Den könnte ich mal fix anspitzen. Einen Kajal und zwar in so einem Kupfer. Ich gucke mal eben, ob ich einen Namen dazu finde. Wir nehmen noch auf, ne? Ja. Oh Gott, die Brille ist mistig. Da sieht man ja schon fast nichts mehr durch. So, das ist ein Eyeliner. Slide on, glide on, stay on, and definitely turn on. Waterproof. Extreme Shine. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Den habe ich hier bei mir wieder rausgekramt. Eine Nummer finde ich da jetzt auch nicht. SL16. Golden Bronze. Aha, SL16 Golden Bronze. Den werde ich mir mal eben fix anspitzen. Weil Spitze kann man das hier nicht mehr nennen. So, vielleicht fällt mir auch noch ein YouTuber ein, den ich verfolge. Also es gibt ja relativ viele, wo ich immer mal wieder reingucke, aber jetzt nicht, wo ich sage so, yay, die muss ich unbedingt sehen. Jetzt so aktuell fällt mir gerade keiner mehr ein. Ich kann euch ja immer mal, wenn mir mal wieder einer einfällt, beziehungsweise ich dann mal meinen Zettel wieder hier habe, euch da nochmal updaten, wen ich gerade gerne gucke. Wayne Goss, wie gesagt, ist so der einzige Mann. Ich habe auch Maxim Giacomo, ist ein Deutscher, ein junger Bursche, der sich auch schminkt. Und den habe ich auch immer ganz gerne geguckt. Ich war raus in dem Moment, wo er sagte, dass er gerne auch mal Tipps für die Pflege älterer Häutchen gibt. Das finde ich dann immer so ein bisschen unauthentisch, wenn ein junger Bursche Pflegetipps für ältere Häutchen geben möchte, weil der hat die Erfahrung einfach gar nicht und die eigene Erfahrung mit älteren Häutchen. Also ich hätte mit 20 auch nicht sagen können, was ich mit 47 brauche für Pflege. Ich hätte auch nicht gedacht, dass meine Haut so ist, wie sie jetzt ist, dass ich mit diesen Rötungen zu kämpfen habe und so und wie sich das anfühlt mit dem dass es dann wie versiegelt manchmal ist oder so. Und er ist auch kein Kosmetiker, dass man jetzt sagen könnte, er hat das gelernt. Ich finde es allerdings auch schwierig, wenn die Zuschauer wissen, sie gucken einen Anfang 20-jährigen jungen Mann, sind vielleicht selber 47 und erwarten von dem, dass er ihnen Pflegetipps für ältere Häutchen gibt. Auf die Idee würde ich nicht kommen, so einen jungen Burschen danach zu fragen. Und natürlich fühlt er sich dann da auch genötigt, da was dazu zu sagen. Aber ich würde darauf nicht viel geben. Und da war ich raus aus der Nummer. Also, da habe ich gedacht, nee, hier bist du falsch. Tut mir leid, aber ich bin, was das angeht, auch norddeutsch und sag schon, wenn mir was nicht passt. Und da war ich, wie gesagt, raus aus der Nummer. Und da habe ich dann gedacht, das hier ist nicht mehr authentisch. Und ja, also dieser Kajal ist echt sehr weich. Ich bin am Überlegen, ihn ein bisschen zu setten. Ich gehe mal noch mal ein bisschen Tightlining hier mit meinem
The Colossal Kajal, der sieht, den habe ich noch nicht lange, ne? Der sieht so abgeranzt aus. Weggucken, wenn ihr es nicht sehen könnt. Also wie gesagt, ich habe kein Problem damit, Männern beim Schminken zuzugucken. Wenn ich jetzt dann Jeffree Star sehe, das ist mir ein Touch too much. Aber der hat natürlich auch seine Fangruppe und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Wenn die sich schminken und das schön finden, ist das vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, Rain Goss gucke ich halt auch sehr gerne. Der gibt einfach coole Tipps und da habe ich auch das Gefühl, der ist ja noch schon ein bisschen älter, ein bisschen älter. Die Tipps sind auch durchdacht und gut und zielgruppengerecht. Zielgruppengerecht, das ist ein schönes Wort, ne? So, als Mascara nehme ich die Kat Von D. Ist das die Kat Von D? Nee, die Giorgio Armani, Eyes to Kill. Die habe ich ja als Probe hier. Ich weiß nicht, war die in der Box drin oder so? Ich habe das schon wieder vergessen. Ja, also wie gesagt, Wayne Goss gucke ich ja ganz gerne mal rein. Aber die, wo ich wirklich hardcore reingucke, sind Sandra, Make-up is my Passion, Jenny, Birtchen, Fräulein T. Das sind eigentlich die, wo ich garantiert reingucke. Und wenn dann ein Video online guckt. Und Unfug Rundfug, da gucke ich auch gerne rein, weil die ist so herrlich schön norddeutsch. Und dann werden einem natürlich immer mal wieder auch Amerikaner angezeigt. Sabrina gucke ich ganz gerne mal rein. Auf die bin ich aufmerksam geworden durch Charlotte Tilbury. Da gucke ich ganz gerne mal rein. Das ist auch eine Engländerin oder eine Amerikanerin. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht kommt sie auch aus Australien. Sabrina heißt sie, glaube ich. Da gucke ich immer mal rein. Dann wird mir immer mal eine ältere Dame angezeigt aus Amerika, die dann auch mal so Pflegetipps gibt. Die ist aber schon Ü60. Aber die hat, glaube ich, auf die bin ich aufmerksam geworden bei The Ordinary. Da habe ich immer mal ein paar The Ordinary Videos gesehen und dann wurde sie mir irgendwann mal angezeigt. Die gibt auch mal ganz nette Tipps. Da kann man sich schon mal vorbereiten, was dann so in 10 Jahren auf einen zukommt. 10, 15 Jahren. Ist ja auch gut zu wissen, sowas da mal oder nice to know. Ja, das sind eigentlich so die Beauty-YouTuber, wo ich jetzt auch sagen würde, Beauty-YouTuber. Ich gucke natürlich dann auch noch andere Sparten auf YouTube. Im Moment werden mir extrem viele Maskenvideos angezeigt. Das ist aber auch eine Kampagne. Ich glaube, es sind viele dazu aufgefordert worden oder angefragt worden, ob sie gerade auch von den Nähkanälen, ich gucke im Moment auch relativ viele Kanäle, wo dann genäht wird, einfach mal just for fun da mal reinzugucken, was die so machen. Die Sparte. Und ich glaube, da ist auch, die sind relativ viel angefragt worden, damit dieses Thema Masken einfach viel mehr publik wird, dass einfach jeder darüber redet und an diesem Thema nicht mehr vorbeikommt, dass Masken halt wichtig sind. Und dadurch werden mir im Moment ganz viele Maskenvideos, also so Schneidervideos angezeigt, weil ich selber danach auch geguckt habe. Und dadurch gucke ich im Moment auch öfter mal so bei Nähhacks rein oder so. Ich verfolge relativ zwei Kanäle, die machen Vlogs, sind junge Leute. Manda kennt ihr sicherlich auch, drei sogar. Manda sind Marie und Alex aus dem Stuttgarter Raum unten. Die verfolge ich echt gerne, die verfolge ich schon eine sehr, sehr lange. Und Alex, und ich habe die immer ganz gerne geguckt, weil dann auch immer mal so, Alex ist so ein bisschen technikaffin, was Kamera und so angeht. Und da habe ich immer ganz gerne reingeguckt und bin da einfach hängen geblieben. Dann gucke ich Ella the Bee, gucke ich gerne rein in die Vlogs und auch in die Aufgebraucht. Sie hat auch so eine herrlich erfrischende Art und macht auch so schöne Vlogs. Und Ella und wie heißen denn die anderen beiden? Hendrik und Sophie. Nee, Sophie. Ja, ich glaube. Verlinke ich euch auch. Da gucke ich einfach gerne mal in die Vlogs rein, was so bei anderen los ist. Ich gucke ja selber auch gerne Vlogs. So, wir brauchen noch ein Rouge-Mädels. Bei Rouge bin ich jetzt gerade, da habe ich die Woche, doch,
nehmen wir mal den. Der ist relativ neu bei mir, der Art Deco. Das ist übrigens wie Strandmatte, ne? Also so ein bisschen, ist ganz witzig. Und dazu gibt es auch ein Bronzer-Trio, aber das ist nicht Strandmatte, das ist nur ein Print. Also ein bisschen auch in 3D, also es hat ein bisschen Struktur, aber hier ist es richtig wie Strohmatte, wie Espandrilles. Das ist der Bronzer. Geht bei mir nachher ein bisschen mehr in den Sommer rein, weil er ein bisschen güldener ist. Und das ist so ein Blush-Duo. Ein bisschen pinkig, ein bisschen peachig. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ja, das ist eigentlich das, was ich so auf YouTube verfolge. Also, wenn bei Jenny und Fräulein T., ich habe das Gefühl, da kommt heute gar keine Farbe, die Klickzahlen bei älteren Videos im Moment hochgegangen sind, dann war das ich. Weil die habe ich auch zum Teil drei oder viermal gesehen. Dann läuft ein Video und dann vergesse ich oder dann ist das Video durch und dann startet das nächste aus den Playlists. Deswegen, das kann durchaus ich sein. Also, so. Bisschen Farbe drauf gezaubert. Und jetzt kommt das große Thema Lippen. Und da stelle ich mir jeden Tag die Frage, was nimmst du? Weil im Prinzip sind wir jetzt soweit fertig. Ich habe mir übrigens kleines Update. Und wo habe ich den denn jetzt? Der ist so klein, dass er verschwunden ist. Nee, hier ist er. Ich habe gerade die Tage eine Bestellung bekommen von MAC. Ich habe bei MAC eine kleine Bestellung aufgegeben. Nach meinem roten Lippen, ich glaube, das war sogar das letzte Video, was wir gemacht haben, ne? Das Physicians Formula Video, da war ja das mit den roten Lippen und es war sehr fatal, dass ich noch den Lipgloss drüber gegeben habe, weil das habt ihr dann, wenn ihr den Vlog gesehen habt, auch gesehen, fehl an den Zähnen. So wäre der Liquid Lipstick ja angetrocknet und dann wäre auf den Zähnen nichts gewesen. Aber da habe ich gedacht, so vielleicht solltest du den Russian Red von MAC doch nochmal ausprobieren. Und ich wusste, dass es Minis gibt von MAC, so eine kleine. Ich halte mal einen normalen Lippenstift von MAC daneben. Das ist die normale Größe und das sind die Minis. Und bei Douglas gab es den aber nicht in Russian Red, sondern in Velvet Teddy oder so. Die habe ich aber auch in groß. Und ich wollte aber unbedingt mal diesen Russian Red ausprobieren. Mir aber keine Full Size holen, weil rote Lippenstifte, habe ich euch erzählt, bin ich ja so ein bisschen, ne? Und ich liebäugel ja schon lange mit dem Russian Red, weil irgendwer, und ich glaube, es war Mamako, irgendwann mal sagte, Russian Red ist eine Farbe, die braucht jede Frau in ihrem Schminkschrank. So wie das kleine Schwarze, was ich auch nicht habe, aber so einen roten Lippenstift braucht jeder. Und jetzt habe ich gedacht, okay, dann hole ich mir mal den kleinen und wollte mir eigentlich auch meinen Fix Plus in dem Cherry Blossom bestellen. Und das habe ich auch gemacht, aber es ist storniert worden, es ist ausverkauft. Und jetzt bin ich natürlich geneigt, das zu horten, weil es so toll ist, aber es ist totaler Blödsinn, man soll Produkte auch aufbrauchen. Das habe ich mir gestern gerade aus der Packstation abgeholt. Dazu hatte ich noch einen Lip Liner in einem pinkigeren Ton, der jetzt nicht abgestimmt sein sollte auf den. Und ich weiß gerade nicht, wo er liegt. Hier ist nämlich auch nicht aufgeräumt. Wie gesagt, das Video war heute auch nicht geplant. Den zeige ich euch demnächst aber gerne nochmal. Ich habe den hier wirklich nicht liegen. Aber der war ein bisschen pinky und edge to edge oder irgendwie, keine Ahnung. Weiß gar nicht, wie ich auf die Farbe gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich mir Russian Red bestellt. Und ich habe ihn gestern gleich, nachdem ich ihn aus der Packstation abgeholt habe, getragen. Der würde jetzt aber nicht passen. Aber I'm in love. Das ist das Rot, was ich gesucht habe. Glaube ich. Da können alle meine anderen Rottöne gegen abstinken. Ich habe ja zum Beispiel auch noch hier einen von Love. Und das ist Russian Red. Ist ein Müh dunkler, aber das macht es aus. Ist ja nicht so, dass ich keine roten Lippenstifte habe. Ich traue mich nur nicht, sie zu tragen. So, wir machen aber jetzt was anderes. Und zwar nehme ich mir von Becker den. Ja, ich glaube, der passt ganz gut dazu. Das ist, warum ist das immer so klein geschrieben? Habt ihr euch übrigens was zu trinken geholt nebenbei, ne? Oder irgendwie was zu knapper mitgenommen? Wird später, wird länger, ne? Ich habe hier auch was zu trinken. Damit da nichts schief geht. Ach, guck mal, und hier liegt auch der von MAC, der Lip Pencil.
Quion Edge to Edge. Das ist die Farbe. Ich weiß nicht, warum ich mir den pinkig geholt habe. Vielleicht wollte ich den zusammen mit einem Lipgloss haben. Und ich nehme euch den Russian Red mal noch daneben. Oh, was ein schönes Rot. Hat einen leichten Blaustich, macht die Zähne auch nicht gelb. Im ersten Moment habe ich gedacht, der hat einen bärigen Einschlag. Ich nehme mal einfach nur mal so zum Spaß den von Love daneben. Und ich glaube, der von Love macht gelbe Zähne. Das ist der von Love und das ist der Russian Red. Und ihr seht, da ist ein stärkerer Blauanteil drin. Würde ich jetzt mal so sagen, nach meinem Farbempfinden. Na, ich quatsch heute schon wieder zu viel. So, brauchen wir dafür einen Lip Liner? Welchen hatte ich denn hier liegen? Ich hatte doch auch einen von NYX hier liegen. Okay. Von NYX habe ich hier liegen. Ich hoffe, das ist der, den ich auch die Woche über verwendet habe. Lip Liner Crayon SPL 831 Mauve. Das ist dieser. Und ich glaube, der passt ganz gut dazu. Ist ein bisschen zu moovig, aber da kommt ja noch der Lippenstift drüber. Geht ja jetzt auch darum, die Lippenkontur ein bisschen zu betonen, weil meine Lippen fransen ja auch langsam aus. Und der Becker Lippenstift, der ist halt auch sehr cremig, aber der hat diesen schönen Magnetverschluss, da stehen wir Frauen drauf. Ich habe noch einen zweiten. Ich guck mal eben. Das ist habe ich euch die Farbbezeichnung schon gesagt? Das ist Mauve. Dieser hier. Achtet nicht auf meine schmutzige Brille, wehe. Und das ist Mokka. C Mauve. N Mokka. Ich weiß nicht, ob das eine cool und das andere neutral heißen soll. Keine Ahnung. Mokka Switch Swatch swatche ich euch mal daneben. Ist ein bisschen bräunlicher. Aber ich glaube, ich möchte gern den Movigen haben. Also wir nehmen jetzt Becker Move. Und die sind sehr, sehr cremig, aber sie sind super auf den Lippen. Ach komm, das passt. Wenn man jetzt allerdings über die Kontur rüberschminkt, dann nützt einem auch der ganze Konturenstift nichts, ne? Der ist echt creamy. Der ist richtig creamy. So. Ich bin matt, aber nicht totmatt. Falls ihr nochmal einen Blick auf die Swatches werfen wollt, ich mache sie ja ab. Rot hat Stain, die anderen beiden aber auch. So, das heißt, ich brauche ein Putztuch. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was da drauf muss? Schrubbelt ihr eigentlich die ganze Zeit an meiner Brust hier rum? Ich hoffe, das mit dem Ton ging. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. So ein bisschen habe ich das Gefühl, ihr seid immer so düng, düng, düng. Also, wir werden das sehen. Ich werde es im Schnitt sehen. Fixing Spray. Fixing Spray in Maskenzeiten, ne? Wenn es ein bisschen besser halten soll, bin ich auf das All-Nighter von Urban Decay gegangen. Summer Solstice, das All-Nighter. Und
Das trage ich mir hauptsächlich in diesem Bereich auf, logischerweise, ne, im Maskenbereich. Und auch ordentlich viel. Und ich werde mir das bei Zeiten auch noch nachbestellen, weil das ist wirklich das von MAC. Nennt sich Prep and Prime, auch Fix Plus, aber es ist nicht wirklich fixierend. Was bei dem Prep and Prime von MAC toll ist, ist, dass sich die pudrigen mit den cremigen Konsistenzen ganz wunderbar verbinden und man einen schönen Glow hat. Und ich mag das echt, ich mag das auf dem Gesicht total gerne und ich mag das Finish auch gerne. Hier ist, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Alkohol drinne. Und Alkohol fixiert ja auch, das kennen wir aus dem Bastelbereich, zwischen den Stampin' White Markern und den Stampin' Blends. Ne, die Blends sind permanent und die anderen sind wasserlöslich. Und das ist vielleicht so eine kleine Analogie dazu. Ich glaube, hier ist auch einfach ein bisschen mehr Alkohol drin, dass das wirklich fixiert wird. Und ich finde, es hält mich durch meinen Alltag. Ich habe ja dadurch, dass ich die Werkstatt im Moment auch aufhabe, wenn jemand eine Maske kaufen möchte. Ich habe nicht die riesen Kundenbewegungen in der Werkstatt, aber so 4, 5 Leute kommen am Tag auch rein. Das heißt, ich mache 4, 5 Mal hoch. Ich gehe natürlich auch einkaufen und unter diesen Masken entsteht ja so ein eigenes Klima, ne? Selbst wenn das dünnere Baumwollmasken sind, aber natürlich durch die Atemluft und es ist ja alles so ein feuchteres Klima, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, geht es, aber trotzdem, es löst ja das Make-up an, ne? Aber das funktioniert mit diesem Setting Spray echt gut. Ich sehe abends nicht total abgerockt aus. Meine Nase fixiert es mir auch nicht den ganzen Tag, logischerweise. Dazu, wie gesagt, ich habe ja von Freddy die Schniefnase. Und ja, also das ist ein Alltagslook, wie ich ihn im Moment sehr gerne trage. Mit der Sultry, also die Anastasia Beverly Hills Paletten, die sind nicht günstig und vielleicht auch nicht unbedingt anfängertauglich, weil sie wirklich stark pigmentiert sind. Aber sie sind super pigmentiert, sie lassen sich super verblenden. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Ausnahmen in dem ganzen Sortiment. Und ich glaube, die Kali Bible ist die sechste, die ich habe. Wenn ihr Lust habt, stelle ich euch die auch gerne mal so nach und nach vor. Ich habe sie mir jetzt auch tatsächlich hier oben hingestellt, damit ich sie in meinem Blickfeld habe. Die sieht auch einfach cool aus, ne? Dieses Glitzerzeug. Und das, was ich jetzt als Augen-Make-up geschminkt habe, schminke ich auch ganz häufig. Aber man kann natürlich auch noch sehr viel dunkler gehen. Und nicht jeder mag es oder braucht es, aber hier ist zum Beispiel auch ein Schwarz mit drin. Ich kann da auch sehr gut in ein Smoky Eye gehen, was ich mich immer nicht traue zu schminken, weil man hat diesen schwarzen Ton und auch diesen gräulichen Ton dabei. Dann hat man hier dann auch den passenden Glitzerton dazu. Also das ist zum Beispiel für ein Smoky Eye wie gemacht. Vielleicht probiere ich das mal aus. Dann hat man natürlich die bräunlichen Töne und man hat eine schöne Mischung zwischen matten und glitzernden Farben. Und man hat halt diesen Topper hier mit drin, ne? Der ist schon cool. Die Sultry war nicht meine erste Wahl. Meine allererste Anastasia Beverly Hills war die Modern Renaissance. Wen wundert's durch die bärigen Töne? Die liebe ich ja total. Und dann habe ich, glaube ich, die Norvina mir bestellt. Und dann kamen die und die. Oh, wie heißt die andere denn? Ich hole die mal kurz. Moment. Wir quatschen ja hier noch eine Weile, ne? Darf ich vorstellen, meine Anastasia Beverly Hills Paletten? Die habe ich aus meinem Schubfach rausgenommen, weil da kein Platz mehr drin war. Jetzt habe ich wieder Platz in meinem Palettenschubfach, aber da habe ich mir dann nur mal die rausgenommen. Also die Anastasia Beverly Hills, also das muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Die Modern Renaissance ist so, hat so ein samtiges, haben die nächsten zwei auch. Und Pinsel. Das ist das Farbschema von der Modern Renaissance. Und da sind diese bärigen Töne, die liebe ich besonders im Herbst auch. Aber man kann hier auch in den ganzen nudigen Look gehen. Oder auch in so einen kühlen, movigen. Ich mag die total gerne. Ich glaube, man erkennt auch, welche Farben ich besonders gerne mag, wo ich schon drin rumgerührt habe. Aber es ist noch genug da für ganz viele Augen-Make-ups. Die Norvina ist jung und modern, frühlingsfrisch. Wo ist denn da der Pinsel?
Da sind auch mal so lila Töne drin und ich bin ja eigentlich kein lila Mädel, aber man hat hier noch mal so ein Flieder, würde ich auch nicht sagen. Hortensie? Es erinnert mich ein bisschen an eine Hortensie. Man hat ein schönes Rosa mit drin, man kann schön Rosa-Looks damit schminken, aber man kann natürlich auch einen warmen Braun, einen Neutral-Look nehmen, einen kalten. Also da sind schon auch tolle Farben drin. Die ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen jünger. Norvina ist ja auch die Tochter von Anastasia Beverly Hills. So, und die, der Name, der mir jetzt nicht einfiel, die Soul Tree habe ich mir zeitgleich gekauft mit der Soft Glam. Und die Soft Glam ist auch so eine absolute Basic-Palette. Sieht man, glaube ich, auch, ne? Man hat so ein bisschen Roségold hier drinne, so ein Braun-Burgundi, so ein Burgundibraun. Man hat ein Schwarz wieder mit dabei. Und hier so die kühlere Variante. Da habe ich auch schon drin rumgefuhrwerkt. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich die so häufig benutzt habe. Aber wie gesagt, sie haben auch relativ viel Kickback. So, das waren die. Und dann habe ich. Ich will nur aufpassen, dass es mir nicht runterfällt. Die Riviera habe ich euch auch schon gezeigt. Das ist ja meine Palette für den CSD. Und ihr werdet auch sehen, warum. Die knallt. Also wenn ich mal ein Knall-Make-up haben will, damit habe ich auch mein Einhorn-Make-up geschminkt, dann das. Ne? Also die ist schon CSD. Also wenn ich mal ein ausgefallenes, ein Bam in your face Augen-Make-up schminke, dann ist es die Riviera. Und die Riviera, da war ich Verpackungsopfer. Die habe ich mir weniger wegen den Farben gekauft, die ich aber auch jetzt ganz toll finde. Aber die ist natürlich keine Alltagspalette bei mir. Aber da war ich Verpackungsopfer. Das musste einfach sein. Als Nordlicht braucht man die. Und die neueste ist die Kali Bible. Um die bin ich echt lange rumgeschlichen. Ich glaube, die ist ein bisschen dicker. Ein Müh dicker als die anderen. Und sie hat eine Pappverpackung. Ne? Also die Soft Glam, die Norvina und die Modern Renaissance haben dieses Samtige. Hier haben wir einen Textilen, wie Segeltuch. Die Sultry ist Glitzer. Und hier haben wir eine Pappe, aber das ist auch so ein bisschen in 3D hier der Aufdruck. Und das ist die Palette von innen. Und ich bin lange um sie rumgeschlichen und habe mir viele Reviews dazu angehört oder angesehen auch. Entschuldigung, trockener Hals. Und die einen waren begeistert, die anderen waren. Und ich glaube, Fräulein T. war auch nicht so ganz begeistert von der. Aber ich bin so lange um sie rumgeschlichen und neulich habe ich sie mir geholt. Und ich habe auch schon zwei, also damit ist dieses eine Augen-Make-up entstanden, was euch mal so gut gefallen hat am Anfang von einem Vlog. Aber fragt mich nicht, in welchen Farben ich war. Ich glaube, die war auf alle Fälle dabei. Ein bisschen von, also mit diesen dreien habe ich da, glaube ich, gespielt. Und ich habe auch schon mit diesen hier irgendwie gespielt, mit der. Und der, das habe ich auch in der Woche. Da kann ich gerne mal auch was vorbereiten. Also wenn ihr Interesse dran habt, können wir mal so ein bisschen Anastasia Beverly Hills Paletten schminken. Es gibt alle diese Paletten, gibt es noch. Und warum sollte man immer nur auf den neuesten Shit aufspringen, wenn man doch so schön zu Hause hat? Also ich bin, dieser Kanal soll nicht so werden, dass wir jetzt sagen, so von wegen immer den neuesten, den hottesten Shit, der auf den Markt kommt. Da bin ich sowieso meistens hinten an, weil ich da nicht gar nicht, ich gucke nicht jeden Tag auf irgendwelchen Beauty-Shops, was ist neu und was kommt demnächst oder so. Da bin ich nicht ganz so up to date. Ich spiele gerne mit den Schätzchen, die ich bei anderen sehe und mir deswegen kaufe und die ich auch schon ein bisschen länger hier habe. Und ich glaube, wir sollten auch mit unseren Schätzchen, die wir im Schrank haben, öfter mal spielen. Dann passiert auch sowas wie bei diesem Art Deco Blush, dass der mal so eine richtige Kuhle kriegt. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Das ist auch so ein All-Time-Favorite und ich hoffe, dass das mit meinen anderen Art Deco Blushes auch irgendwann mal, dass die auch irgendwann mal so aussehen. Und ich bin mal gespannt, ob ich den irgendwann mal aufbrauchen werde. Ich habe noch einen neuen, der ist sehr pinkig. Ist aber jetzt gerade, der ist vor 3, 4 Monaten bei mir eingezogen. So, ach, bevor ich jetzt hier mit euch durch meine Schminksammlung wandere,
Ich glaube, es hat auch schon mal jemand gesagt, er möchte gerne ein Schminksammlungsvideo sehen. Das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Meine Foundations wolltet ihr immer mal sehen. Das können wir ja mal machen, dass wir mal durch meine Foundations sammeln. Meine Liste, was wir hier machen können, wird immer länger. Ich muss nur die Zeit finden, es abzuschminken. Heute habe ich gedacht, machen wir einfach mal einen kleinen Schminkschnack. Und ich glaube, Schminkschnack ist das, was ich dann jetzt auch als Titel einführen werde, also kein Style and Talk, sondern machen wir doch einfach einen Schminkschnack draus, oder? Was haltet ihr davon, das einfach Schminkschnack zu nennen? Ein bisschen beste Freundin zu spielen oder gute Freundin zu spielen. Beste Freundin ist, das ist jemand anderem vorbehalten, aber gute Freundin zu spielen, ne? Wie wär's? Habt ihr Lust? Das ist jetzt mal so eben nebenbei mein Alltags-Make-up. Ich mag es auch glitzerig am Alltag und ja. Ich sollte den Absprung schaffen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder Mittwoch oder wann auch immer ihr das seht. Und bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Macht's gut, bis bald und tschüss. Leute, ich habe gerade gesehen, ein bisschen betont es hier meine Poren und es ist hier ein bisschen trocken. Vielleicht habe ich es nicht gut genug eingearbeitet oder es ist ein bisschen viel Puder da gelandet. Aber die Nase trägt sich bei mir eh ab. Oder ich sollte mir vielleicht mal... Mit dem Spiegel geht es. Der hat eine zehnfache Vergrößerung, da sieht es ein bisschen gruseliger aus. Und ich meine, letztendlich stehen die Leute einem ja auch nicht so vor der Nase. Aber ich sollte mir hier mal über einen Porenverfeinernden, also das ist jetzt, auch wenn ich es hier im Licht sehe, schon ganz schön betont. Da hat sich das Puder reingelegt. Egal, in der Kamera sieht man das nicht. Mensch, Leute, wir hätten ja heute beinahe bei Tageslicht filmen können. Ich bin gerade dabei, das hier auszustellen. Und so schlecht sieht das ja jetzt hier gar nicht aus. Gut, es wirft ein bisschen Schatten. Aber gut, und ich sehe mich jetzt hier nicht so besonders gut im Spiegel zum Schminken. Ich brauche schon noch ein bisschen mehr Licht. Aber das ist jetzt der Tageslicht-Look. Wenn ich jetzt mal hier das Licht anmache, ne, es wird auch ganz schön hell, ne? Aber rein theoretisch hätte das ja fast gereicht als Licht. Ich hätte genug gesehen, ihr hättet genug gesehen. Also wenn ihr jetzt mal so das im Tageslicht sehen wolltet, so sieht das im Tageslicht aus, ohne das große künstliche Licht. Ja, das macht schon ein bisschen gelblicher, ein bisschen sehr viel heller. Back to the roots, old school YouTube, ne? Also ich mache jetzt wirklich mal aus hier. Tschüss.